Wie baut man einen Handelsplan auf? Darum soll es in diesem Video gehen. Falls du meine Videos schon kennst, dann weißt du, dass ich immer ein großer Vertreter bin, egal ob man im Investment tätig ist oder im Trading. Man braucht einfach einen Handelsplan, ja? Warum? Wenn man in der Position erstmal drin ist, dann ist man nicht mehr objektiv. Dann kommt ganz viel dieses Hoffen, Beten und so weiter. Bevor man aber in der Position drin ist, da ist man noch sehr objektiv. Und deswegen ist meine Empfehlung immer, und auch die von meinen Mentoren habe ich die immer gekriegt, bau dir einen Handelsplan auf, den du auch immer wieder mal erweiterst und den du einfach reinschreibst, was will ich tun, wenn dieses oder jenes passiert, ja? Das ist mein Trading-Handelsplan, aber du kannst den auch genauso aufs Investment beziehen. Also das ist, ich habe zwar für beides einen eigenen Handelsplan, aber es geht einfach nur darum, dass du jetzt so ein bisschen den Aufbau verstehst und was wäre wichtig, wenn da drin ist. Also hier steht schon mal, wann ich den das letzte Mal aktualisiert habe. Das war vor rund 1,5 Monaten. Und angefangen sind wir mit meinen Zielen, ja. Mein Ziel ist eine durchschnittliche Rendite von 1% pro Woche, also aufs Jahr gesehen irgendwie 50%. Auch wenn es mal 35, 40 sind, ist auch nicht schlecht, aber so 50% ist halt schon ein ambitioniertes Ziel, aber eines, was man auf jeden Fall im Trading erreichen kann. Dann kommt es, welche Märkte möchte ich handeln? Also ich zum Beispiel handle am liebsten Einzelaktien aus dem S&P 500, den Nasdaq, den DAX und so weiter. Habe auch ein paar andere Märkte drin. Es geht einfach darum, dir wirklich so ein Gefühl zu verschaffen, was willst du handeln. Zum Beispiel bei mir sagt das einfach aus, ich will große Aktien handeln. Ja, ich will nicht irgendwelche Nebenwerte handeln, wo ich nicht weiß, gibt es die Aktien morgen noch, irgendwelche Penny Stocks, sondern wirklich Aktien, die halt Hand und Fuß haben, die in großen Indizes vertreten sind. Kurz gesagt einfach Blue Chip Aktien. Ja. Nach welchen Strategien handle ich? Da steht eben auch meine Grundlegungsstrategie ist die Markttechnik. Also ich will Trendfolgehandel betreiben. Und die mische ich auch mit fundamentalen Gegebenheiten und hohem Momentum im besten Fall. Ich kürze das jetzt alles ab, weil ich will dir das nicht vorlesen. So, also wenn dich das näher interessiert, schreib mir gerne einen Kommentar. Können wir uns gerne persönlich austauschen über Mail oder so. Und dann kannst du den auch anschauen. Kriegst du auch so eine kleine Vorlage oder so von mir oder ich kann dir den zuschicken. Wann handle ich, ja? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn der hat dazu geführt, dass ich tatsächlich meine Trefferquote um 10% nach oben schrauben konnte. Denn da habe ich eben eingefügt, früher war ich immer so, ich wollte unbedingt viel traden und mittlerweile bin ich so, dass ich nur mehr sehr gezielt trade und da habe ich es eben stehen, grundsätzlich immer nur dann, wenn meine Chancen auf erfolgreiche Trades sehr gut stehen. Wenn die allgemeinen Märkte steigen, trade ich nur long, fallen die Märkte, so trade ich nur short. Zur Orientierung nutze ich das 6-Phasen-Modell und den allgemeinen Trend im Markt. Das bedeutet einfach, ich habe den S&P 500 im Auge zum Beispiel und wenn der sehr, sehr gut läuft, dann will ich nur Aktien aus dem S&P 500 long handeln, wenn der stark läuft. Dasselbe beim DAX, dasselbe beim Nasdaq. Hier habe ich auch die News als Ausnahme, also die handle ich vom Markt unabhängig. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn das ist ein Punkt, wo ich viele Jahre gebraucht habe, das, was mich echt Geld gekostet hat, bis ich das gerafft habe. Gibt es keine entsprechenden News und die Indizes befinden sich in einer trendlosen Phase, dann handle ich unter keinen Umständen. Und das hat schon einen Grund, warum ich das hier fett angestrichen und nochmal unterstrichen habe. Hier auch welche Zeiteinheiten. Ja, und da geht es halt um das, ich handle sehr viel auf Tagesbasis oder eben im Stundenchart. Daytrades setze ich nur in Ausnahmefällen auf. Früher habe ich mal ein bisschen mehr Daytrading betrieben. Ich war auch profitabel, aber jetzt nicht so viel, dass sich der Zeitaufwand gelohnt hat. Vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder mehr, aber momentan will ich einfach im Tageschart und im Stundenchart, wo man sehr gemütlich handeln kann, unterwegs sein. Wo und wie setze ich meine Stops? Immer gemäß der Markttechnik und das letzte Tief. Hier schreibe ich auch, wie ich eine Korrektur definiere, also dass mindestens drei Kerzen zwischen zwei Hochs bei Long Trades liegen müssen und mindestens zwei Kerzen zwischen zwei Tiefpunkten bei einem Short Trade. Also ich habe hier zwischen Long und Short auch so eine kleine Unterscheidung, weil es ja Short meistens etwas schneller geht. Hier auch, wie groß sollen meine Stops sein? Ich habe dann geschrieben, grundsätzlich so klein wie möglich. Wenn du jetzt einer bist, der mit kleinen Stops nicht so gut zurechtkommt, könntest du auch schreiben, ja eher größere Stops oder mittelgroße und so weiter. Also es geht hier einfach wirklich um eine Definition. Außerdem habe ich hier auch reingeschrieben, so einen kleinen Sicherheitsabstand von zum Beispiel 0, maximal 0,3 bei Stundenchart-Trades, also unter dem Tief zum Beispiel zu legen oder 0,5 bei Tageschart-Trades und so weiter. Wann mache ich Gewinnmitnahmen? Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Wenn eine Aktie mal 100% im Plus ist oder 10R oder wie auch immer, so, dann zu entscheiden, mache ich jetzt den Gewinn, also eine Teilmitnahme, mache ich sie nicht, unter welchen Umständen, das ist sehr, sehr schwierig, weil du einfach emotional sehr gefangen bist. Wenn du dir das schon vorher definierst, unter welchen Umständen, mit welchen Ausnahmen, wie und was du das machen willst, wird es dir einfach viel einfacher fallen, das Ganze umzusetzen.
meine größten mentalen Herausforderungen im Training sind. Und da freue ich mich sehr über diesen Punkt. Die Liste war nämlich früher sehr viel länger, hat mittlerweile nur noch drei Punkte. Nie zu vergessen, dass ich dann ein guter Trader bin, wenn ich meinen Plänen, Zielen und Strategien folge. Falls du mein Interview mit André Stagge gesehen hast, weißt du, warum ich auf diesen Punkt komme. Ansonsten verlinke ich dir natürlich gerne hier das Video, Gewinne lange laufen zu lassen. Ich nehme sehr gerne Gewinne mit. Also früher habe ich Teilverkäufe zu früh gemacht. Mache ich vielleicht immer noch einen Tick, aber es ist schon deutlich profitabler, weil ich einfach die Gewinne auch ein bisschen laufen lasse mittlerweile. Und ein wichtiger Punkt, mich nicht mit anderen Tradern zu vergleichen. Also ich bin leider ein Mensch, der ein sehr hohes Wettkampfbedürfnis hat. Deswegen war ich ja auch lange Boxer. Ich habe 10 Jahre Turnierboxen betrieben, wie du mir in meinem Sandsack hinten noch vielleicht siehst. Und das habe ich leider aufs Trading übertragen. Und es ist aber nicht so gut, denn aus dem Vergleich kommt häufig Unzufriedenheit. Ja, ich mache vielleicht 30% Performance pro Jahr, das ist eigentlich ein super Ergebnis. Oder eben meine 50% sogar. Und dann sehe ich einen anderen, der macht 80, 90, 100% und plötzlich fühle ich mich wieder wie ein schlechter Trader oder ein schlechter Investor. Das ist nicht Sinn der Sache, Freunde. Ja, was ist meine intrinsische Motivation? Das ist wirklich auch ganz, ganz wichtig. Ich will finanziell absolut frei und von niemandem abhängig sein. Ich will meiner Mama die Pension früher ermöglichen und gut finanzieren können. Ich will für meine Geschwister, meinen Neffen und meine Nichte unterstützen können, wenn es wichtig ist. Ich möchte eines Tages ein Haus mit Garten besitzen, ohne einen Kredit bezahlen zu müssen. Ja, denn auch die intrinsische Motivation ist an der Börse enorm wichtig. Du wirst an der Börse, gerade als Trader, wenn du nur wegen dem Geld machst, wenn du nur sagst, ich will Geld schieben, einfach, dass ich Geld habe, dass ich irgendwie so Zigarre rauchen, Ferrari fahren kann, wirst du die harten Zeiten nicht durchhalten können. Du brauchst eine intrinsische Motivation, die dich einfach auch in den harten Zeiten, in den Drawdowns durchhalten lässt. Und deswegen ist das auch eigentlich fast der wichtigste Punkt im Handelsplan. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, bitte gib mir ein Like. Wenn du noch Fragen hast, schreib mir gerne einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video, zumindest wenn du den Kanal abonniert hast.